Fahr mal da durch die Lücke. Und bloß den Knoten mal ein bisschen entwehren hier. Ja, aber Arsch, scheiße ist das doch. Also, ihr seid finished. Also, ihr ist voll. Der Autohof Rade direkt an der A1, kurz vor Hamburg. Anlaufstelle für hunderte von Truckern jeden Tag. Heute kommen noch mehr. Im Restaurant gibt's Schnitzel satt von 17 bis 21 Uhr. So, Jungs. Bisschen in Wallung kommen. Zwei Hausmeister versuchen, den Brummi-Andrang zu regeln. Tankt ihr? Okay, alles klar. Ja. Gut. Kann ich nichts machen. Thomas Schulz und Christian Wohlers kennen sich vom Fußball, sind ein eingespieltes Team. Heute müssen die beiden 40 Tonner im Sekundentakt einweisen. Normale Chaos kann man ja jetzt schon sehen, wenn die LKWs jetzt alle reindrücken. Die Tankfelder sind besetzt und die LKWs drücken alle rein und irgendwann ist natürlich alles besetzt. Und ja, dann wird es immer enger und dann müssen wir teilweise schon als Polizisten fungieren hier und eben den Verkehr regeln. Also Polizei verstehen Sie sehr gut. Also, ja, aber hier, wir drohen natürlich nicht, nur in äußersten Notfällen. Aber hier, wie gesagt, wenn du denn sagst, du LKW dahin, dann sind die Messen schon gesungen, dann wissen sie schon Bescheid hier. Und die fallen hier, gestern fiel mir beinahe einer um den Arm, weil er noch einen Platz gekriegt hat. Das ist ein Ticket. Viele Fahrer kommen aus Osteuropa, können weder Deutsch noch Englisch. Ja, Deutsch, Herr. Ja, du musst hier wehhauen. Kollegen hier. Ja, du musst dein Ticket haben und du musst auch eins haben. Wo ist deins denn? Where's your ticket? And your ticket? Ja, das ist doch das da. Die Parkautomaten funktionieren wie im Parkhaus. Zahlen muss aber nur, wer nicht tankt oder im Restaurant ist. Thomas, gib mir einen Zollstock. Hängt was drin, wa? Ein Fahrer, der vorher rausgefahren ist, hat sein Ticket drin gelassen. Und deswegen geht der Laser auf den anderen jetzt nicht rauf. Und Christian versucht ihn jetzt rauszuholen, damit die anderen hier abscannen, wie er können. Ne? Kommst du nicht ran? Zum Glück streikt der Automat jetzt. In der Rush-Hour am Abend führt so eine Panne zum Verkehrschaos. Donnerstag ist Schnitzeltag. 500 Schnitzel müssen bis 17 Uhr fertig sein. Gastrochef Frank Krause hilft mal wieder in der Küche aus. Aufgeschlafen. Abgebrochen, wie immer. Was haben wir zu tun, Leute? Wir können ein bisschen Gemüse schneiden für die Gemüsereispfanne fürs Schnitzelbuffet. Okay. Und dann müsst ihr auch gleich halb acht. Wenn die Fleischlieferung kommt, dann fangen wir an mit dem Schnitzel. Ne? Ja. Okay, gut. Dann lass uns anfangen. Chaka. Was man hier schleppen muss, ne, das ist fürchterlich. 50 Kilo Schwein, Pute und Huhn werden zu 8 verschiedenen Schnitzelkreationen verarbeitet. Ich rechne so 4-5 Stück pro Person, ne? Dann kommt da noch die Beilage zu, die Soße noch dazu, Gemüse noch. Aber das ist nicht nur, dass der Truckerfahrer kommt, es kommen auch von der Umgebung her Leute, die dann zum Schnitzelbuffet kommen. Draußen gibt's den ersten Konflikt. Ein LKW blockiert die Ladestationen für Elektroautos. Das tut uns auch leid. Das ist leider nicht ändern. Wenn wir ihn gesehen hätten. Ja. Ist er Ihr Wagen? Die blockieren hier 8 Tankstellen vor Autos, elektrische Autos. Das geht nicht. You're staying in a car, electric car, charge place. Das nächste, 8 cars, you need to charge here. Das nächste Mal da hinten drauf. Gut. Ja? Warte. Ja. Ich verstehe. Ja, mal sehen. Ja, wir fahren, bis er weg ist. Das von den Tesla-Leuten ist auch nicht die Art und Weise, wie man mit einem hier... Nein, aber die Leute denken auch immer, die sind die Größten. Oder? Kennst du doch. Die denken immer hier, die dicksten Schlitten und jetzt bin ich hier und jetzt muss ich tanken. Ja. Ich meine, verstehen kann ich die manchmal auch, wenn sie überhaupt nicht rankommen. Ne? Vor 4 Jahren eröffnet wurde der Autohof schnell zum Stammtreffpunkt auf der A1. So, Kollege, danke. Du musst nur schnell genug sein. Ich muss mal eben duschen. Ja, das ist wunderbar. Aber geh in die zweitliebste Dusche, die du hast. Ehrlich? Aber du hast ja keine. Die haben hier nur gute. Ja, eben. 2,50 Euro bitte. Du kannst draußen duschen. Mach mir nicht die haben extra eine für dich angebaut. Mach mir nicht mein Auto hoch. So, bitteschön. Wunderbar. Moin. Einmal die 10. Sehr gerne. Bist du noch hier? Ja, klein noch ein bisschen was. Ja, gut. 700 Euro glatt getankt. Ja. Und bitte den PIN eingeben. Das wirst du auch noch. Natürlich.
Autohof-Chefin Steffi Wiesner hat für ihre Trucker immer ein besonderes Sortiment vorrätig. Vom Luftdruckreiniger für die Kabine bis zum Lenkradschoner. Am meisten gefragt? Gaskartuschen. Ne, weil die haben so einen kleinen Ofen, den habe ich jetzt leider nicht mehr hier. So einen kleinen Gaskocher mit zwei Platten, wo sie ihre Töpfe rausstellen kann, wo sie sich im Winter eben dann auch mal eine Suppe oder mal einen Eintopf warm machen. Weil die Spesen sind nicht utopisch hoch, dass man jetzt sagen kann, wenn der jetzt auch 14 Tage auf Tour ist, dass er wirklich jeden Abend essen kann. Weil man muss für Toiletten bezahlen, man muss für Duschen bezahlen, oftmals eben die Parkplätze. Der Kaffee, muss ich nicht sagen, was er an Raststätten und so kostet, da langen die Spesen hin und vorne nicht. Selbst Trucker, die selten im Restaurant essen, lassen sich das Schnitzelbuffet nicht entgehen. All you can eat. Hier gibt's keine Pressschnitzel aus der Fritteuse. Ungewöhnlich für einen Autohof. Das Besondere ist, dass wir frisch kochen. Also wir verwenden so wenig wie möglich Convenience. Es bleibt manchmal nicht aus, wie Kroketten oder Pommes. Aber ansonsten nur frisches Gemüse, frisches Fleisch. Wenn man gelernter Koch ist, dann möchte man auch kochen und nicht nur irgendwas aufmachen und einen Topf reinmachen, warm machen, fertig. Das lief nicht ganz reibungslos. Es gab ein bisschen Probleme so mit den Truckerfahrern. Die wollten halt ihre Currysoße aus der Dose und weiß ich irgendwas. Aber wie ich eben schon sagte, ich bin gelernter Koch und möchte gerne kochen. Jetzt haben wir unsere Chipspanade, dann nehme ich Schweineschnitzel, das wir dann mit Bolognese-Soße überbacken. Die Hähnchenbrüste kommen in die Cornflakes-Panade. Und die werden dann zum Überbacken für die Mango und für die Ananas genommen. Weil das passt vom Geschmack her ganz gut zusammen. Und die Truckerfahrer lieben das, ne? Chipspanade ist sicherlich ein bisschen außergewöhnlich. Aber man muss ja auch mal außergewöhnliche Sachen machen. So, das ist eine schöne Fließbandarbeit, die immer wieder Spaß macht. Hurra! In der Küche ist Schnitzelalarm. Doch auch das Mittagsgeschäft muss laufen. Die Damen im Service kennen ihre Gäste, wissen, wer Zeit hat und wer schnell weiter muss. Zweimal Mayo, bitte, Olaf. Tagsüber haben sie immer nicht so viel Zeit zum Essen. Haben sie maximal eine halbe Stunde, dann muss immer rucki-zucki gehen. Und abends sind sie ruhiger, dann haben sie Feierabend, die Lkw-Fahrer. Den verbringen die Trucker gerne hier. 30.000 Fahrer haben Rade in einer Umfrage auf Platz 1 gewählt. Von 300 deutschen Autohöfen. Wer es nicht ins Restaurant schafft, für den hat die Chefin auch immer das Richtige auf Lager. Das ist jetzt eigentlich für die Fahrer, dass sie zwischendurch den Kühlschrank mal auffüllen können. Wenn sie jetzt mal unverhofft doch eine länger auf dem Bock sitzen müssen. Und mit dem LKW mal eben beim Aldi oder beim Edeka-Markt anhalten, ist natürlich nicht so einfach. Männer wollen nichts Süßes haben, die wollen das haben, wovon sie auch satt werden, was vorhält. Da ist natürlich Marmelade, Nutella eigentlich nicht so der Favorit. Aber das kriegt man mit der Zeit mit, genauso wie Lkw-Fahrer eben gerne Feinbrot essen, beziehungsweise Schwarzbrot. Da ist doch eher das Feinbrot angesagter, ne? Als dieses Hörnerfutter, was überwiegend gerne die Frauen essen. 15.30 Uhr. Letzte Abstimmungen an der Schnitzelfront. Wollen wir mal das Buffet durchsprechen heute, Schnitzelbuffet? Letzte Woche hatten wir 50 Stück gehabt, ja. Was für unsere Verhältnisse natürlich ein bisschen wenig ist. Ja. Also streben wir heute mal die 60 an. Okay, ja? Machen wir, kriegen wir hin. Wenn wir 65 schaffen, gebe ich einen aus. Oh. Wir wollen uns das Eis abholen, ne? Ja. 65 mal Schnitzel, so viel man essen kann. Und immer wieder ein schönes kleines Stück Butter mit reinmachen, wie bei Mutti. Also ich habe ja für das Schnitzel panieren heute ja schon fast 3 Stunden gebraucht, ne? Nur um diese Schnitzel zu füllen, zu schneiden, zu panieren und so weiter. So, und das normale à la carte Geschäft, das muss ja weiterlaufen, ne? Dann kann ich sagen, ich mache heute Schnitzelbuffet und dann war's das. Geht nicht. Draußen ist der Kampf um die 95 Parkplätze in vollem Gange. Boah, das wird eng.
Ne? Hast gesehen? Ja. Muss mal gucken, ob du an der Seite noch was findest. Ja, weil dann wird echt. Normalerweise haben wir auch hier vorne an der schraffierten Fläche gestanden, aber ich glaube, da steht auch einer, der draußen. Du bist zu lang, das ist es. Nee, das passt. Ja? Der musst du den mit den anderen da absprechen, ja, muss ich mal wann der rausfährt, ne? Ja, genau. Ihr, sonst kommt der nicht raus. Ja. Aber hinstellen kannst du dir da. Ja. Ja, da haben wir Probleme nämlich schon. Will der weiter oder wie? Weiß das nicht. Hat er denn, sitzt da noch einer drin? Was? Sitzt da einer drin? Da ja, aber ich weiß nicht, ob der hier parken will oder rauf will, weil der dahinter auch noch steht. Moin, willst du raus oder? Pause. Pause, wie lange? Pause und dann morgen die Fahrer. Ja. Da musst du auch mal den. Wo war der? Musst du auch den Motor ausmachen, weil der dahinter denkt, du fährst weg. Meine Deutsch, nur halt meine Deutsch bisschen. Wie lange willst du denn noch stehen? Wo war der? Wie lange willst du hier noch stehen jetzt? Sprichst du Englisch ein bisschen? Englisch, ein bisschen Englisch. Ja, how long you want to stay here? 30 minutes? 20 Minuten. Ja. 20 Minuten fahren. Alles klar. Ja, Problem? Nein, bleib stehen, alles gut. Dankeschön. Er fährt so und so nicht weiter. Ob ich jetzt sage, er muss weg oder nicht, müssen ihre Lenkzeiten einhalten. Also wird er nicht weiterfahren. Und wenn der stand eben hier hin, dann kommen die anderen natürlich nicht runter und die anderen nicht rauf. Die alle jetzt von da nachkommen, das ist immer ein bisschen schwierig. Schick ihn mal gleich hier rein. Oder die anderen erst raus. Ja. Und da rein. Willst du auch noch, willst du parken oder? Fahr mal da durch die Lücke. Nein, er will tanken. Ja, eben. Alles gut. Und bloß den Knoten mal ein bisschen entwehren hier. Glücklich, wer einen Parkplatz ergattert hat. Ist ihre Lenkzeit vorbei, müssen die Fahrer 11 Stunden Pause machen. Sonst drohen hohe Strafen. Wir brauchen eine Dusche, Ilona. Ja, ich mach anschließend die 4. Ich ruf dann an, ja? Okay, danke. Bitte. Auch für die Duschen lieben die Trucker ihren Autohof. Sie werden nach jeder Benutzung gereinigt. Woanders keine Selbstverständlichkeit. Ja, immer wieder. Wenn sollen die das fertig sein? Ich bleib die ganze Nacht hier. Ja, stellst du denn mal hin, ich muss erst duschen machen, weil jetzt Anbrang ist, ja, sonst müssen die so warten. Kein Problem. Ich gehe vorne hin, bezahle einmal trocknen. Und dann darfst du auch den Schlüssel Nummer 6 mitnehmen. Aber sicher doch. Darf ich zwischendurch aber noch Pipi machen? Weiß ich nicht, ob du kannst. Ja. Du darfst. Nein, darf. Einfach nur darf. Du darfst. Gut. Lässt du bitte hinten auf? Ja. Offen hat's? Ja. Okay. Danke. Meinst du da rein? Ilona Maliszewski ist die gute Seele im Nassbereich. Der Wäscheservice ein Segen für Trucker, die wochenlang unterwegs sind. Ja. Wir waren beide gemeinsam. Ach, Schuhe fallen nach. Ja, nein. Nee, was bist du denn für nach? Ich? Ja, und Deutscher. Ach, Spahn an der Mühls. Ah, fast Fischkopf. Ja, fast, oder? Fast. Dieses Feedback, was du von den Lkw-Fahrern bekommst, kriegt man von keinem anderen. Deswegen ja, ist mein Leben doch schon die Autobahn. Ja. Kann man nicht anders sagen. Einmal duschen, bitte. Willst du einmal duschen? 2,50. Oh, guck, die Duschen sind gerade fertig. Na, ist das passend? Nee, das ist nur dänisches Geld, aber das willst du nicht haben. Nicht wirklich, nee, nicht wirklich. Das ist fast mehr wert als die Euro jetzt. Ja. So. Aber der ist auch schön. Guck mal, schön bunt. Hm? Ja, heimgemacht und alles. Hast du selber gemacht? Ja, ja. Super, finde ich toll. Aber nicht laut sagen, ne? Nein, auf Gottes Willen. 47,50 für dich. Danke. Brauchst du die Quittung? Nee. Nö. Ja. So, die 1 ist deine Hütte. Danke. Viel Spaß beim Planschen, ne? Jo. Jo. Kurz vor dem Startschuss zum Schnitzelbuffet gibt es den ersten Stau vor den Duschen. Du erzählst was. Moin. Was? Ich habe gesagt, du bist die Nummer 5. Ach so. Noch nicht an die Dusche 5, da ist ja noch jemand dran. Und am besten ist, ihr bleibt doch da vorne. Musst du mal Caro fragen, vielleicht weißt du nicht, was das für eine Marke ist. Letzte Teepause für das Parkplatzteam. Henrik, was ist das hier für ein Geschmack? Das ist zitronig. Schwarzer Tee mit Zitronengeschmack. Schmeckt er? Mhm. Ja, das sagst du jetzt. Nee, doch wirklich. Die Lkw-Schlange reicht inzwischen bis zur Autobahn.
ist in ganz Deutschland ein Riesenproblem, Parkplätze. Und wenn wir welche haben, dann machen wir Baustellen und dann machen wir schöne Parkplätze alle zu. Aber Hauptsache wir haben Baustellen. Da kann man halt dankbar sein, dass man hier einen kriegt. Noch. Das ist so. Punkt 17 Uhr. Es ist angerichtet. Für 12,95 Euro können die Trucker essen, so viel sie wollen. Ja, wunderbar. Dann können wir ja aufrufen. Ja, und 65, ne? Wir geben uns Mühe. Wir haben die ersten drei, haben wir. Wir brauchen nur noch 62. Essen fassen, Jungs, geht los. Schnitzelbuffet ist eröffnet. So, ihr zwei, einmal euer Feierabendbierchen. So, einmal für dich. Und alles gut bei euch? Ja, und ja? Dir? Ja, na klar. Ich habe letzte Woche schon an dich gedacht. Ich habe wieder Urlaub gebucht. Okay. Ja. Wieder nach Sonderweg? Wieder nach Sonderweg, ja. Ja. 28. April. Du sollst deine Woche bevor da kommen. Ja? Warum? Ja, da hat meine Frau Geburtstag. Da ist immer gutes Wetter da. Oh, okay. Dann können wir uns ja noch ein Bierchen abholen, ja, ja, ne? Schnitzelbuffet? Ja, wie immer. Ja? Jo. Gut. Das einzige Problem ist, die Hosen werden dann stramm, ne? Aber das kann man so als eine Daumenregel immer, da wo die Dänen und die Holländer stehen, da ist immer gutes Essen. Für die dänischen Fahrer hat das Schnitzelbuffet schon Tradition. Das Komische ist, ich habe drei Jungs zu Hause und mein Ältester, der ist 8 Jahre alt und das ist immer sein Lieblingsautohof hier. Wenn wir Ferien haben, dann wir müssen immer nach Rade, weil da gibt es gute Schnitzel. Ne? Auch viele Niederländer gehören zu den Stammgästen. Simone Behrens hat extra Holländisch gelernt. Ja, andere Bars. Ja, wo? Andere Werkgeber noch. Minder weekenden weg. Okay, ja. Meer thuis. Ja, mit een vrouwtje, ne? Ja, warum? Ja, goed zo. Ich wurde mal von zwei älteren Fahrern, Stammgästen dazu genötigt und irgendwann hatte mich das gepackt. Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt willst du es auch lernen und ja, ich finde es schön, dass ich es kann. Es ist nicht ganz perfekt, aber die holländischen Fahrer sagen immer, du, unser Deutsch ist auch nicht perfekt, aber ne, es ist eine schöne Sprache und das Land fasziniert mich auch und also doch. Ich hoffe, das noch irgendwann mal ausarbeiten zu können. Agen? Schnitzelbuffet? Ja. Okay. Na, echt schmackelig, ja? Am Schnitzelbuffet übernimmt die Küche den Service. Da bleibt Simone mehr Zeit für ihre Fahrer. Meine Vitamine. Ja, ja, ja. Ich bin da A mit aufgewachsen, mein Papa ist früher auch gefahren. B kommt das dadurch, dass ich wahrscheinlich diesen Beruf respektiere. Ich habe da sehr viel Respekt vor für das, was die Jungs tun. Dafür, dass es uns allen, mir gut geht, jeden Morgen zu Hause oder, ne? So, und wenn du denen immer ein bisschen was gibst, ein bisschen Freundlichkeit entgegenbringst, dann geben die dir so viel zurück. Ne, die freuen sich jedes Mal, wenn sie hier reinkommen. Die sind einfach erleichtert, wenn sie hier gerade noch erreicht haben, draußen noch einen Platz ergattern konnten. Auch wenn sie noch weiter müssen. Die sind trotzdem immer irgendwie so, dass sie sagen, so, ich bin jetzt mal kurz zu Hause. Alle 4 Currywürste, die jetzt haben, auch die vorbestellten von 18:30, die 2. Das geht alles zusammen, bitte. Na, alles gut? Schmeißt du schon mit Geld? Ja. Mensch, das kannst du mir doch lieber geben. Das war dein Trinkgeld. Oh ja! Jetzt kriegst du nichts. Supi, ich danke dir. So, einmal deine Quittung für morgen früh. Jo. Dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Danke. Und dann, achso, du brauchst auch noch eine Quittung, ne? Oder schläft er bei dir mit heute? Der Parkplatz ist voll. Es muss improvisiert werden. Thomas hat nur noch Notplätze neben den Zapfsäulen. Hast du noch Fahrzeit? Ja. Wie lange? Eine Stunde. Okay, ist hier überlassen. Du kannst dich jetzt hier hinstellen, hier fährt noch einer weg oder hier hinter. Weißt du, zwischen der Einfahrt und der Ausfahrt. Ach so, da, ja. Oder weiterfahren. Aber wenn du nicht mehr magst, stell dich hier hin an der Seite. Okay. Alles gut, ne? Weil hier drinnen, hier findest du nicht mehr. Ich war vorhin rum, das ist alles zu. Okay. Da brauchst du nicht extra rauffahren, ne? Okay. Stellst du hier an der Seite hin, dann kannst du da bleiben. Gut, alles klar. Ciao. Wenn er da ist. Doch, da ist er. Frank, ich brauche noch einen Parkplatz.
Kannst du deinen wegfahren? Hier vorne hin oder an der Seite? Mein? Ja. Dann fahren. Dann kann ich noch einen LKW-Fahrer hinstellen. Ach so, okay. Auch die Mitarbeiter müssen jetzt umparken. Jetzt ist fast vorbei. Vielleicht kann ich da hinten noch mal, aber da muss ich erst mal gucken gehen. Thomas nutzt die letzten PKW-Stellplätze, um seinen Trucker noch unterzubringen. Ich weiß nicht, ob er mich sieht jetzt. Jeder muss zusehen, dass er irgendwie rauskommt. Und also ich sag zu den Fahrern immer, ihr müsst untereinander klarkommen. Hier, ich bin kein LKW-Fahrer, ich kann doch nicht einschätzen, ob hier, so du hier rumkommst oder nicht. So, guck, ne? Hier, der setzt da noch ein bisschen zurück und dann kommt der Grüne auch raus. Ja. Das hat wieder einen Menschen glücklich gemacht. Ja, genau. Manche hoffen noch auf eine Lücke. Besonders, wenn sie wertvolle Fracht geladen haben. Hat immer von der Ladung ab. Hier wird viel geklaut in Deutschland. Ich habe sagen wir mal, wertvolle Sachen drauf, wenn man Drucker als wertvoll betrachten kann. Aber ja. Es gibt Leute, die klauen alles. Ich habe PC hier Fahrzeuge gehabt, die haben PCs gehabt, die haben früher vorher angerufen, aber die habe ich dann dahingestellt, weil dann die Kamera noch drauf kommt. Ne? Danke erstmal. So, ich glaube, willst du noch rauf hier? Willst du noch rauf hier? Nein. Ah, also, wir sind finished. Also, hier ist voll. Wir sind voll. Ich weiß auch nicht, wo ich dich noch hinstellen soll. Da hinten ist dicht. Ich parke in Hannover. Parke in Hannover. Hier drauf nicht mehr. Da sind wir. Da findest du nichts mehr. Sag mal. Soll ich noch so bleiben oder noch einen Meter vor? Ja, das musst du wissen. Nur ich bin kein LKW-Fahrer. Ja, ne? Wenn die anderen alle vorbeikommen. Die kommen ja so rum raus. Ja. Matthias, die meisten kommen von da. Als Erste am Buffet, als Erste in der Koje. Die dänischen Fahrer müssen um 2 Uhr wieder raus. Bevor es beim Schnitzelabend richtig voll wird, bereiten sie schon ihren Morgenkaffee vor. Das ist alles schon getan und alles. 20 Minuten. Dann hauen wir ab. Wenn der Wecker klingelt, dann 20 Minuten, dann fahren wir. Wie die Engländer sagen, timing is everything. Das längste am Morgen ist immer die Haare kämmen. Das dauert immer so lange hier. Dann schnell mal meine Kinder anrufen und meine Frau und Gute Nacht sagen und dann ist Bettzeit. Oder Schlafzeit, oder wie sagt man auf Deutsch? Ja. Im Restaurant ist inzwischen jeder Tisch belegt. Die Stammgäste sitzen am liebsten am Tresen. Na, ich esse Schnitzelbuffet eigentlich gar nicht. Er ist unser Spaghetti-Man. Ja, genau. Er ist der Spaghetti-Spezialist, von Carbonara über Bolognese. Das ist so sein Metier, genau. Ne? Dieses Flair, was du mit den Fahrern hast oder auch mit den anderen Gästen, das ist schon schön. Und man darf keine Vorurteile haben. Ne? Jeder Mensch hat seine spezielle Art und somit musst du jeden so nehmen, wie er ist. Du musst ihm das Gefühl geben, sie sind hier willkommen und nicht nur ein zahlender Gast. Ja, zum Wohl. Hier ist es gemütlich. Also irgendwie nicht so modern und nicht so alt, so urig irgendwie. Ja. Ich finde es gemütlich hier. Also die modernen Raststätten, das ist alles so, keine Ahnung, so steril alles. Hier ist es schön. Katrin und Ralf Meier sind ein Trucker-Ehepaar. Anfangs fuhr die 32-Jährige nur mit. Seit 4 Monaten hat sie einen LKW-Führerschein und lenkt ihren eigenen 40-Tonner. Trotzdem sind die beiden unzertrennlich. Wir versuchen das schon, dass wir, wenn wir hochfahren, dass wir gucken, wo ist der eine, wo ist der andere, finden wir irgendwo einen gemeinsamen Ort. Wir telefonieren ja auch mindestens 12 bis 24 Stunden am Tag. Also ihr fahrt mit Knopf im Ohr? Ja. Also wir haben eine Flat drin und die läuft heiß. Also. Wir sind heute Morgen um 7 angefangen zu telefonieren und als wir hier um 7:30 auf dem Parkplatz waren, war dann das Telefon aus. Vorher nicht. Kurz vor 9. Wer jetzt noch Schnitzel essen möchte, muss sich beeilen.
Das Buffet wird zum letzten Mal aufgefüllt. Katrin und Ralf planen ihre Touren immer so, dass sie die Nächte gemeinsam verbringen können. Mit Glück hatten sie heute am Rand des Parkplatzes noch eine letzte Lücke gefunden. Ja, ist ja auch erlaubt. Ja, aber Arsch, scheiße ist das doch. Ja. Hier nicht unten an der Tankstelle beschweren, nicht bei uns. Ja, da bist du ein bisschen Kopf einschalten, dann passt das schon. Voll krass, ey. Das sind Fahrer, die mit sich selber nicht zufrieden sind, die sich einen Job ausgesucht haben, wo sie selber nicht mehr klarkommen. Jetzt kommt er da vorne gleich nicht rum, weil er da dann wieder LKW stehen und dann sind sie am Meckern. Schatzi? Weil er jetzt keinen Parkplatz gefunden hat und die ganze Nacht jetzt hier. Wünschst du uns noch ein Feierabendbierchen? Ja, genau. Und eine Cola. Bringst du noch eine zweite Grüne mit? Dankeschön. Und auch solche Fahrer muss es halt geben, die dann, wenn sie keinen Parkplatz kriegen, die dann andere dafür verantwortlich machen. Meistens wird bei Katrin das Nachtlager aufgeschlagen. Die 2-Quadratmeter-Kabine ersetzt oft wochenlang das Sofa zu Hause. Ja, wie sich das gehört, oder? Ich wohne die ganze Woche hier drin. Also möchte ich es auch gemütlich haben mit Fernseher und was dazu gehört. Ja, übers Tablet. Und so haben wir es eigentlich in jeder Stadt. Eben Sendersuchlauf. So kann man sich die Abende auch versüßen, ne? Ja. Komm rein. Ja, froh, dass wir Feierabend haben jetzt gleich, ne? Einen schönen Abend gehabt wieder mit den ganzen Fahrern. Aber froh, dass jetzt Feierabend ist. Jetzt reicht's auch für heute. Ja. Nur ein bisschen klar auch, Schiff, ne? Machen. Die Mitarbeiter sind auch froh, wenn Schicht im Schacht ist. Ja. Haben wir uns auch alle redlich verdient heute, ne? Ja. Ja, gut. Dann räumen wir noch ein bisschen auf. Genau. So, das war's. Ziel erreicht. Weitaus mehr erreicht, als wir eigentlich uns das Ziel gesteckt haben. 105 haben wir geschafft. 65 waren geplant, also ihr habt selber gesehen, was hier draußen los war, wie oft man zum Auffüllen und Nachfüllen und ja, reicht jetzt auch. Und gibt es jetzt was Eis für die Mädels? Jetzt gibt es Eis für die Mädels. Und die Eis möchte ich nicht, was anderes. Was möchtest du, einen Kaffee? Nee, was zu essen. Einen Tee? Ich glaube, sie möchte eher Kochen. Für das Schnitzelteam geht's nach Hause. Im Autohof geht's weiter. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und nächsten Donnerstag wieder Schnitzelbuffet.